Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Liebe Herz-Seele-Ball-Freunde, ja, ich bin unterwegs und bin beim VfB Zahner 1921 e.V. Sachsen-Anhalt. Da haben sie einen nagelneuen Kunstrasenplatz gekriegt. Schön. Bin ich ein bisschen neidisch, durfte ich nie darauf spielen. Und das ist so das altehrwürdige Stadion. Herz-Seele-Ball, das ist die Ausgabe für Freitag. Und ich finde es immer schön, dass ich dann so gelegentlich bei den Fußballvereinen bin, die ich sonst nie kennenlernen würde. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe ja gestern schon ein bisschen was erzählt. Es ist in der Tat schwierig alles mit Corona. Da ist die Anzeigetafel. Und vielleicht jetzt wieder auf Monate hinaus keine Lesungen. Heute bin ich nochmal für die Kinder da, wenn denn welche kommen. Zahner. Ja, das war gerade noch sozusagen auf dem Stadiongelände. Ist schon interessant, jetzt hier die Lesungen zu machen. Und ein Foto will ich zeigen. Liebenswerte Kinder, nette Eltern, sie haben alle zugehört. Und ich bin dankbar, dass ich das gerade jetzt nochmal machen durfte. Wer weiß, was demnächst ist. Morgen gibt es noch zwei Lesungen hier in Wittenberg. Und dann geht's zurück nach Nordrhein-Westfalen zu Leverkusen und dem VfL Bochum. Ja, so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Und was ich mir vorgenommen habe, nichts über Corona erzählen, nichts über Kimmich erzählen und so weiter. Stattdessen positiv, die serbische Fußballnationalmannschaft, die sich ja für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, hat die gesamte Prämie von immerhin 1 Million Euro gespendet für wohltätige Zwecke. Ich finde das sehr, sehr lobenswert, auch wenn die serbischen Fußballer im In- und Ausland ordentlich Geld verdienen, aber so 1 Million mal abzugeben, Respekt. Und dann noch so eine ganz kleine Geschichte wieder mal. Ich schreibe ja so gelegentlich eine Kolumne auf skysport.de, mein Schalke. Und ich glaube, heute oder morgen erscheint die neueste Folge davon. Und da erzähle ich unter anderem eine Geschichte, die uralt ist, als Schalke mal 11:0 als erster Bundesligist zweistellig verloren hat in Mönchengladbach. Und da hatte der Trainer Hennes Weisweiler einen kleinen Trick. Der hat nämlich die Fußballschuhe der Gladbacher in Alkohol getränkt, weil es wurde auf Schnee gespielt und der Schnee blieb nicht haften an den Schuhen der Gladbacher. Die Schalker dagegen hatten so richtige Bretter darunter. Und dann habe ich so in meiner Kolumne das nochmal kurz erwähnt und habe unten drunter geschrieben, so sinngemäß, also Schalke müsste jetzt gegen Bremen auf jeden Fall nicht verlieren, sonst passiert dies, das und das. Und habe diese Alkoholgeschichte nochmal geschrieben und habe dann sinngemäß darunter geschrieben, mit Alkohol kennen wir Schalke uns zwischenzeitlich ja auch gut aus. Das Problem war, ist manchmal so, dass Sky dann Angst hatte, das könnte missverständlich sein und dass ich dann einen Shitstorm dafür ernte. Gut, dann haben wir es rausgenommen, aber ich glaube, der Schalke an für sich versteht schon meinen Humor, zumal ich in meinem Leben keinen Tropfen Alkohol getrunken habe, ja, um das nochmal mit Nachdruck hier zu sagen. So, morgen melde ich mich dann auch noch mal ganz kurz hier aus Sachsen-Anhalt mit Abschiedsbildern und sage im Sinne von kein Alkohol, Prost, es ist alkoholfrei. Ich versichere es euch. Wenn alles gut geht, tschüss, bis morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Liebe Freundinnen und Freunde von Herz, Seele, Ball, ihr solltet es wissen. WhatsApp, der Messenger, das ist der deine Privatsphäre absolut schützt. Also da kann man im Grunde genommen wirklich guten Gewissens alles, aber auch wirklich alles chatten. Niemand liest mit, da gibt es eine End-zu-End-Verschlüsselung und ihr seid da auf der absolut sicheren Seite. Ich muss das in meinem Beruf auch ab und zu sein. Dann habe ich exklusive Meldungen und Nachrichten, die ich vielleicht meinem Chef weitergeben muss. Und da möchte ich natürlich nicht so gerne, dass irgendjemand anderes das lesen kann. Und da habe ich bei WhatsApp die absolute Sicherheit.